So, hallo, wir machen weiter bei Bassis World Tour. Letztes Mal haben wir die drei Level der Demo aufgeholt und haben jetzt nochmal drei Level vor uns, die komplett neu sind. Ich bin gespannt, was mich erwartet. Das Sägenlevel war ja schon ziemlich schlimm. Schauen wir mal, was er hier so gebaut hat. Okay, ich muss erst den Stein loswerden und dann mache ich das hier wieder hin. Okay. Es ist halt, es ist so, man ist so schnell runter, weil man nicht aufpasst. Die springen immer gleich hoch, ne? Okay, dann kann ich da einfach durchlaufen. Aber auch das schon wieder, oh, das ist schon wieder super knapp. Und darüber! Und dann auf den Block. Das ist eine coole Musik. Oh nein! Wie? Wie soll ich dem ausweichen? Kann ich die kaputt rutschen auf der Ledge? Es muss eigentlich, das ist das Einzige, was ich mir vorstellen kann, dass ich die kaputt rutschen kann. Alles andere geht nicht. Alles andere erscheint mir nicht machbar. Ich muss die kaputt rutschen können. So. Okay, warten. Runter. Oder ich muss einfach ganz schnell hoch. Ah, das geht natürlich auch. Oh boy! Jetzt hat er es nicht kaputt gemacht. Okay. Oder so. Tschüss. Wait. Fährt das Ding oder fällt das runter? Hä? Oh, ich dachte gerade schon. Okay. Oh Gott. Bau doch nicht sowas Creepiges. Hilfe. Das ist auch creepy. Mama. Oh nein, jetzt. Ah, du baust echt gefährliche Sachen. Okay. Kriegen wir einen Midway Point jetzt bitte, bevor wir hier noch mehr Quatsch erleben? Oh Gott, schneller, 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 schneller. Ich muss immer wieder da drauf kommen. Okay. Gute gesetzte Sprünge. Okay, keine Gegner, soweit in Ordnung. Midway. Oh. Sehr schön. Das ist doch schon mal befreiend. Okay, den drücken wir, wenn er wieder hochgeht. Ja, wenn er wieder runterkommt, meine ich. So. Au. Aber wir haben den ersten Teil durch. Ist alles gut, wir haben den ersten Teil durch. Alles ist gut. Ich glaube, den kann ich auch direkt drücken nachher. Ich stemme eher in dem Hammer. Oh, okay. So, hier drauf. Runter. Das ist auch interessant. Läuft aber ganz gut. Oh Gott. Es sind halt so viele Sachen, die man als Mario umgehen könnte durch einen Drehsprung, die ich als Buzzy nicht umgehen kann. Das ist... ja, creepy eben. Ich glaube, das macht das Ganze am allerschwersten. Dass es teilweise Gegner sind, die du sonst normalerweise als Mario mit einem Drehsprung umgehen kannst. Und das hast du hier nicht. So, alles tötet dich hier. Oh ja! Oh ja, okay. Schön. Schön, schön, schön. Da bin ich doch zufrieden. Das ist gut. Noch 25 Minuten, wenn ich ungefähr bei einer halben Stunde bleiben möchte, für zwei Level. Da, oh, sind mehr? Hä? Er hat doch 6 Exits geschrieben.
1, 2, 3, 4, 5. Warum ist da noch ein Fragezeichen? Okay, vielleicht geht es einfach weiter in der Liste, aber es kommt kein Level mehr danach. Okay, Buzzy's World Tour. Buzzy's World Tour. Level 5. Ah, das ist jetzt so, wie man es gerade auch gesehen hat. Gräulich. Und da war es kurz bunt. Da war es kurz bunt, als es den Block ausgelöst hat. Das nimmt dann natürlich ein bisschen die Stimmung, die es hier eigentlich haben soll. Oh, verstanden. Das ist aber nicht gut. Gut, aber ich bin dumm. Ich muss den also behalten. So viel dazu. Ja, ich darf die Shell nicht verlieren. So. Weil ich muss mit der Shell hier hoch. Oh boy. Und damit komme ich jetzt da drüben an den anderen P-Switch ran. Der wiederum grau ist. Und jetzt hier die Mancha wegmacht. So. Okay. Ich komme nicht durch die Tür jetzt. Jetzt wird es hier pusselig. Also ich will, dass der das hier kaputt macht. Und dann stirbt der. So far, so good. Da will die Shell hin, oder was? Ne, hier hoch will die Shell. Was? Wait, what? Also die Shell will ich einmal... Ach so, die schnups ich da hoch. Oh, ich bin ja blöd. Ich bin ja doof. So, und mit der Shell mache ich jetzt hier den Block kaputt. Oder auch mich. Wahlweise auch einfach mich. So. Toll. Haben wir das wieder. Zack, 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 zack. Da fallen die runter. Die interessieren mich aber nicht. Weil ich die eh gleich zu Münzen verarbeite. So. Plop, plop, plop. Okay. Dann können wir die Shell auch gleich hoch befördern. So, dann kann er hier einfach wieder kaputt machen. Und die Geschichte ist gut. Wow, 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 wow. So. Tschüss. Und jetzt kann ich da... Wait, aber wie komme ich denn jetzt? Ach so, ich wollte gerade sagen, wie komme ich jetzt darüber? Da kommen Blöcke. Das erklärt einiges. Gut, zweiter Raum geschafft. Midway wäre jetzt cool. Oh nee, nicht die Dinger. Oh, nicht die. Ich habe nicht gesehen, wo ich hin muss. Ich habe nicht gesehen. Ich habe es nicht gesehen. Scheiben. Oh, nee. Ach, beides sind richtig. Diese Blöcke, ne? Die mager. Oh, nicht so ein Quatsch. Ich bin halt so langsam. Ich kann ihm so schwer ausweichen. Uff. Nein, 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 nein. Jetzt habe ich ein Problem. Jetzt könnte der P-Switch auslaufen. No! Okay. Zack. Lauf dadurch. So. Okay, aber dann ist hier die Geschichte jetzt klar. Wow. So. Easy. Nein!
Come on! Zack, 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 so. Plop, plop, plop. Whoops, okay. Schub, doop, doop, bidoop, 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 bidoop. Zack. Okay. No. 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 Alter. Warte darauf, dass der mich noch killt irgendwann. Okay, ich hätte drauf gekonnt, ich war zu, hab mich nicht getraut. So. So. Okay. Also mir erscheint der P-Switch sinnvoller. Weil dann hier ein Block auftaucht? Nein. Hä? Ah, okay. Midway. Danke. Das wurde auch Zeit. Oh, nicht. Die ganze Zeit dem Ding ausweichen, oder was? Okay. Ich glaube, ich habe schon versaut. Resetten wir mal. Ach so. Ja, das war ja simpel. Ich muss einfach nur verhindern, dass der den Schlüssel runterschubst. Ah. Got it. Ah, da hätte ich vorher... Okay. Der muss am Leben bleiben und dann... Wait. Aber jetzt muss ja nur der Schlüssel runterfallen, ne? Hä? Ich glaube, dein Puzzle ist ein bisschen kaputt in dem letzten Raum. Aber danke für den Notenblock da hinten. Uff. Okay. 12 Minuten. Letztes Level. Oder ist es das da drüben, das letzte Level? Vielleicht hat er doch noch was gebaut. Und sind, aber es hieß 6 Exits. Also 6 Exits steht auf SMB Central. Nein, wir werden sehen. Aber ich meine, da war gerade ein Yoshi-Ei. Wie kann er denn jetzt hier ein Yoshi noch implementiert haben? So, du stirbst erstmal. Okay, ich sterb da nicht. Da ist tatsächlich ein Yoshi. Aber wahrscheinlich kann ich ihn nur durch die Gegend schubsen, weil er klein ist. Ah, dass der mir das Zeug frisst und jetzt stirbt der. Und jetzt stirbt der. No, Yoshi. Oh, oh boy. Okay. Dann stirbt Yoshi immer wieder. Ich verstehe. Brutales Konzept. So. Stirb du erstmal. Nein! Du musst sterben. Okay. So. Ich habe nicht auf die Pflanze geachtet. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wow. Das war interessant. Das hat nicht funktioniert. So. What? Hex? I call Hex. Huch.
So. No. Hallo? Hallo? Ah, okay. Hatte schon Bedenken, dass du nur einmal schießt. Was komisch gewesen wäre. What the fuck? So. Jetzt den anderen nicht reinladen und einfach... Ah, jetzt ist, schießt der da drüben. Einfach durchlaufen. Und dann... Ah! Von dem nicht stören lassen. Du machst mal einen Abflug hier. So. Blauer Josh. Nice. Muss ich trotzdem hier wieder dafür sorgen. Oh mein Gott, es ist ja oben. Tschüss. Gottes Willen. Das ist ein bisschen wie Golfen. Wait. Da liegt er jetzt ungünstig. Scheiße. Ah, god dang it. Ich hab's befürchtet. Ja, Yoshi ist tatsächlich ein ganz cooler Golfball eigentlich. Oh, was ist das? Das ist mein Ernst. Ich habe nicht eingepattet. So. Ist das mein Ernst? Was ist das denn? Wie ist das denn passiert? Hops. So. Zack. Alter. Viel zu stark. Besser. Und hopp. Und durch und durch und hopp und hopp und hopp und hopp und hopp und hopp und hopp. Mach dich weg. So. Okay. Nein! Da darf er eben nicht hin. So, und BAM! Nice. Okay. Na gut, hier muss er jetzt sterben. Da kommt der nächste. Okay, aber der ist jetzt eigentlich auch simpel. Aber wahrscheinlich... Darf der da runter? Ja nicht mehr jetzt hoch. Ich hoffe, ich brauche den nicht nochmal. Ja, aber ich kann ja hier eh nicht mitnehmen. Das wäre Quatsch. Okay, gib jetzt Midway Point. Jetzt Midway Point. Yes, sieht gut aus. Yes. Nice. Oh boy. Oh boy. Komme ich jetzt an meinen Yoshi-Ball ran? Ja, so nicht. Aber ich muss da unten erstmal was auslösen. Ich kann noch gar nicht. Mach ich das denn? Weil da unten sind Todesblöcke. So, der Yoshi stirbt da erstmal. So wie ich erstmal da sterbe. Nein! Er lebt, aber er kommt nicht runter. Oh mein Gott. Wir gucken erstmal, was da so kommt. Okay, also ich laufe da durch. Yoshi muss nämlich hier rüber. Aber wie kriege ich... Ach so, ich löse die vor... Oh, das sind einfach nur Sprungblöcke. Also die löse ich einfach vorher aus. Got it. Okay, es sind immer zwei Be- Ich hole Yoshi trotzdem erstmal runter. Weil sonst löse ich jedes Mal die Blöcke aus, dann erst hole ich Yoshi runter. Das wäre dumm. Ich kann ihn ja gleich runterholen.
Und dann passt die Geschichte. Babadi Go! Der Schlag war gut, leider ist der Schläger dabei gestorben. Schade. Das wäre ein Hole in One geworden. So. Ah, ich komme nicht. Kann ich mich ducken? Müsste gehen, oder? Ich glaube, von der Höhe kann man sich da ducken. Wir probieren es mal mit Ducken aus. Okay, so viel dazu. Hat das nicht funktioniert. Okay, ducken ist nicht. Ich muss drüber springen können. Oder ich bin so schnell, dass, keine Ahnung, der Yoshi schon ausgelöst wird. Aber so schnell bin ich halt nicht. Okay, runter mit dir. Nice, we did it. Der liegt da jetzt ein bisschen. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Der liegt da ein bisschen ungu. Das darf halt nicht passieren. Sehr schön. Da will ich dich haben. Jetzt muss ich nur aufpassen. Nein. Nicht so weit. Nicht so weit. So, jetzt wartest du hier. Jetzt wartest du hier. So ein Müll. Mann, ey. So, jetzt haben wir's. So. Plank. Und ab dafür. Put, 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 put. Tschüss. Nice. Braucht ihn nochmal sogar. Okay, hier. Dann brauche ich den sogar nochmal. Wow, ciao. Da hat er. Oh, okay. Stimmt, ich kann da gar nicht hochklettern. Jetzt hoffe ich aber. Okay, ich brauche nicht nochmal. Ich wollte gerade sagen, das wäre jetzt blöd, wenn ich nochmal gebraucht hätte. Aber da muss. Ich wollte gerade sagen, hä? So, einmal rüber mit dir. Und dann hinterher mit mir. Einfach runter. So, rutsch. Okay, das wird gefährlich jetzt. Weil der schießt auch nur zweimal, ne? Okay. Nein! Oh, das war bitter. Muss ich den Teil nochmal machen. Ah. Aber eigentlich ist das Schwierigste hier nur das über die zwei Bälle springen. Wenn man das, ja. Wenn man das hinkriegt, dann hat man's. So, runter mit dir. Perfekt. Genau da kannst du. Nein, das ist jetzt nicht so gut. Du darfst halt nicht zu weit rutschen, Yoshi. Da hoch darfst du. Dann musst du jetzt aber, bevor ich dich hier weiterschubse. Okay, so ist gut. So ist gut. Sehr schön. So, jetzt drehen wir dich einmal wieder rum. Zack. Und ab dafür. Ab dafür. Ab dafür. Ab dafür. Ab durch die Mitte. Nee. Nein! Nein! Habe ich nicht gemacht. Och, nö. Muss ich die Blöcke jetzt wieder? Oder sind die noch? Nein. Oh. Dang it. Ich weiß doch, was kommt. Warum bin ich denn schon runtergefallen? Ah. Erst Yoshi, dann ich. Yoshi first. So, und diesmal lebt er auch noch, aber es nützt mir nichts.
Schön, wie er sich vorhin einfach verabschiedet hat. So. Okay. Hops. So far, so good. Oh Gott, das muss jetzt. Uah. Boah, ich. Boah, Alter. Oh, die Pflanze hat mich fast erwischt. Weil ich da nicht drauf geachtet habe, ne? Holy moly. Yes. 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 That's it. That's all, folks. Oh. Wahrscheinlich ist das letzte Fragezeichen so ein Quedde-Ding. Oh, was? Wie? Moment. Das lasst mich zählen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Exits. Das ist sieben. Das ist ein Level. Habe ich. Aber da steht sechs Exits. Da steht 6x auf SMB Central. Warum ist da noch. Ich ist ja schön, dass da noch ein Level mehr ist. Aber ich fühle mich betrogen. Ich hab ein Hack gekauft mit 6 Exits. Warum kriege ich 7 Exits? Okay. Ach, Mann. Ah, oh, okay. Also nochmal auf ein Level einstellen. Okay. Ich habe mich jetzt halt. Ich war jetzt halt gedanklich nicht mehr darauf eingestellt, nochmal was spielen zu müssen. Okay, wir kriegen das hin. Ich bin da ganz zuversichtlich. Oh boy. Oh boy. Okay. Kann er mich da unten? Nein, nur wenn ich den Notenblock rechtzeitig, also ungünstig erwische. Okay. Oh boy, was ist das? Achso, auf meiner Seite kann ich stehen. Okay. Okay, ich kann da stehen, ich kann da stehen. Ich muss nur so durch, dass ich das nicht mitnehme. Okay. Das Ding fährt bis unter die Stacheln. Okay. Dann will ich jetzt drauf und will da jetzt drauf. Oh, das war super knapp. Und dann will ich hier hin. Da fällt was runter, wenn ich den P-Switch drücke. Wow! Vor dem Feuer hatte ich jetzt ein bisschen Angst, ne? Aber das kam nur einmal. Wait, und jetzt? Hä? Hä? Was? Hä? Was nützt mir das jetzt? Ist da dann eine P-Switch-Tür irgendwo? Und ich muss zurück. Hä? Ist da irgendwo eine P-Switch-Tür und ich muss zurück? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Da muss hier drüben eine Pieselstür sein, weil weiter als das komme ich nicht zurück. Ne? Hier ist Schluss. Wenn hier drüben dann keine Tür ist, weiß ich nicht, was ich machen soll. Aber dann brauche ich doch. Hä? Ach so. Hä? Okay, das. Ich weiß nicht, was ich mache. Hä? Jetzt fällt der hier runter. Ja, das ist tatsächlich eine P-Switch-Tür. Okay. Darauf war ich nicht vorbereitet.
Aber der Teil geht eigentlich klar. Das ist jetzt nicht sonderlich schwierig oder so. Man muss nur wissen, was man tun soll. Dann ist das in Ordnung. Eieiei, so. Ach so, und ich kann... Ja, ich muss hier runter, weil das Feuer kommt. Ich verstehe. Das ist schon so gedacht. Ja, wir spielen alles, wie es gedacht ist. Es ist alles in Ordnung. Nein! God dang it. Das war scary. Okay. Und hops und hops und hops und hops und hops. Und runter. Oh, da war ich fast ein bisschen ungeduldig, aber ist okay. Wir dürfen jetzt nicht zu lange hier rumwuseln. Okay, jetzt aber gleich laufen. Jetzt weiß ich's ja. Aber das war trotzdem wahr, es war gemein. Kann ich doch nicht riechen, was da kommt. Okay, wir gehen anscheinend jetzt hier rein. Ah, End of Demo. Okay. Oh, aber das Level hättest du dann eigentlich schon noch zu Ende bauen können. Ach, Stevie. Aber schön. Yes, die Demo von Super Mario Travelers werden wir uns anschauen. Superstar Mario World haben wir schon durch. Schön. Schöne Ideen gehabt auf jeden Fall. Bisschen schade, dass das Level jetzt einfach so endet. Also zumindest das Level ist noch fertig geworden. Aber gut, das schließen wir damit ab. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und weiter geht's dann mit der großen Demo von Super Mario Travelers. Und danach, ich habe auf Twitter so eine Liste von SMW-Hacks gepostet, die ich alles spielen will. Falls ihr euch so ein bisschen spoilern wollt, was alles so kommen könnte, da könnt ihr nachschauen. Ach Quatsch, ich habe ja... Ich habe es euch ja hier sogar schon gezeigt. Na, hier, da. Da ist meine Liste aktuell. Also dieses Kuchibo-Dings-Contest, das sah ganz cool aus. Halloween Walk ist eher dann für Oktober. Aventura Xalabias sah auch ganz interessant aus. HF hat mir So To Mice Walk Into A Bar empfohlen. Ich hatte den zwar auch runtergeladen, aber den hat HF nochmal speziell erwähnt. Luigi and the Final Year sah auch ganz nett aus. Cacquard Patch ist so ein kleines Dash-Mario. Ich denke, das ist auch ganz lustig. Und Slurcher, wie weiß ich gerade nicht mehr, was das war. Aber egal. Und Super Compact World war, glaube ich, auch irgend sowas Normales. Und da haben wir Super Mario Travelers, wie gesagt, das dann... Das erstmal als nächstes. Wir machen erstmal die ganzen Stevie-Hacks, weil der hat ganz lange jetzt gewartet auf sein Zeug. Und ja. Gut, danke fürs Zuschauen und tschüss.